Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorwick. Ich bin der Hausforscher am LVR Freilichtmuseum in Kommern. Und wir befinden uns hier in der historischen Milchbar aus Brühl. Und wir hatten ja vor kurzem ein kurzes Video zum Wandgemälde hinter der Theke. Und jetzt möchte ich kurz was erzählen zu den anderen Wänden, die hier sich auch etwas verändert haben. Und zwar haben wir hier alle Fans der Milchbar, die in Brühl dort mal gewesen sind in den letzten Jahren, werden sich erinnern. Wir hatten hier eine rote Tapete, an der sehr viele Bilder hingen und hinter mir eine eher gelbliche, die wir aber so im Original nicht halten konnten, weil der Kleister sich löste und diese Tapeten halt von den Wänden kamen und deswegen haben wir sie abgenommen. Haben aber dadurch sehr viele historische Tapetenreste aus früheren Jahrzehnten gefunden, die wir so dokumentieren konnten und sehr viel über die Geschichte der Milchbar, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat, erfahren haben. Wir haben hier die Reste des Türrahmens, der im Original noch wieder eingebaut ist mit den Aufklebern. Wir werden die Wand so auch wieder herrichten, wie sie im Ursprung war. Das heißt, auch die Wandbilder kommen wieder so hin, wie sie ursprünglich hingen. Das ist alles dokumentiert. Und das Schöne aber ist einfach für die Geschichte der Milchbar für uns, dass wir diese Tapetenreste gefunden haben. Wie zum Beispiel hier oben gibt es noch einen Tapetenrest aus einer relativ frühen Zeit.